Hallo, liebe Leute, und wieder mal willkommen zurück zu Venetica. Wir haben einen Boten getroffen, der uns gesagt hat, dass wir zu Ehres unserer Gildenführerin sollen. Schlechte Neuigkeiten, so heißt es. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich daran schuld bin, wegen dem Grimoire. Wir werden es sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erfahren möchte. Ich hoffe, es hat nichts damit zu tun. Und nicht, dass ich das hätte vermeiden können. Das ist dann immer so schlechtes Gewissen haben und so. Ja, mal gucken, was sie jetzt sagt. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Es geht um Leon. Er hat wohl einigen Ärger. Wieder einmal. Wie überraschend. Vor einigen Tagen erhielten wir einen Hilferuf von Angehörigen einer Zunft am Hafen. Sie berichteten, einige Krieger aus Afrika hätten sie grundlos angegriffen. Und die Krieger behaupteten, für den Dogen selbst zu arbeiten. Leon meldete sich freiwillig, die Geschehnisse zu untersuchen und ging zu den Lagerhäusern. Er kehrte nicht zurück. Ich hätte es besser wissen müssen. Er versucht, alles zu verstehen, aber er kann noch nicht hinter den Vorhang blicken. Es war ein Fehler, ihn gehen zu lassen. Ja, du hättest es besser wissen müssen. Er hat einen sehr überzeugenden Charakter und das Feuer in seinen Augen macht schwindelig. Also geh bitte zu den Lagerhäusern, finde Leon und rette ihn. Viel Glück! Ja, gut. Es ist nicht das Grimoire. Hast du ist ihn okay. gefunden? Ich suche immer noch nach ihm. Dann viel Glück auf deiner Suche. Alles klaro. Irgendwie beruhigt mich das aber. Ich meine, das hat ja nichts mit uns direkt zu tun. Daran sind wir nicht schuld. Das war wieder Leon. Oh, dieser blöde Bruder, dem fällt aber auch immer nichts Besseres ein, als immer irgendwelche Sachen zu machen, wo wir ihn dann wieder rausholen müssen. Dieser Dusseltyp. Es war klar, dass er nicht einfach an seinem Fleck da stehen bleibt, wo er zuletzt war. Mann, 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 Mann. So. Ja, schlechte Neuigkeiten, das ist noch angedingst. Am Hafen. Ich muss also zum Hafen. Wie komme ich da denn nochmal hin? Muss ich mal schauen. Wahrscheinlich komme ich da ja. Ich fahre einfach wieder mit so einer Gondoliere. Es geht immer recht schnell eigentlich. Aber irgendwie sehe ich hier keinen. Warum steht denn hier keiner? Wo sind die denn? Ist da unten einer? Sonst sind die doch immer am Wasser. Hm? Oder soll ich da jetzt selber irgendwie hinlaufen müssen? Hab ich jetzt aber keine Lust zu. Hier ist auch keiner. Ach, da ist einer. Dachte schon, die sind jetzt weg. Ihr dürft mich doch nicht alleine lassen. Ich brauche euch doch als Fahrer. Das schaffe ich doch immer zu Fuß nicht so schnell. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte reisen. Ich möchte die Gondel benutzen. Wo möchtest du hin? Zum Hafen, zum Hafen. Zum Hafen, zum Hafen, zum Hafen, zum Hafen. Hafen, große Halle. Hafen, Kai. Gehen wir mal zum Kai. Nö. Vielleicht sehen wir ja schon auf dem Weg irgendwas. Kann natürlich auch sein, dass er da irgendwie in der großen Halle ist. Weiß ich jetzt auch nicht. So. Ja, dann hoch mit dir. Im Hafen bin ich ja noch nicht so viel gewesen, aber es war jetzt nicht so unübersichtlich hier. Da hinten wird aber hoffentlich nicht sein. Wird mir hier irgendwas angezeigt? Ich laufe mal da ganz hinten hin. Ich weiß gar nicht, wo lang. Tolle Kulisse. Finde ich irgendwie ganz schön hier mit den Schiffen im Hintergrund. Gefällt mir. Mag ich irgendwie. Ja, wissen die hier irgendwas? Oh, hallo. Der ist nett. Oh, und der? Hallo. Ach, ihr seid so freundlich heute. Das letzte Mal wart ihr nicht so freundlich. Nicht, dass der da oben auf dem Leuchtturm hockt. Nee, da laufe ich jetzt aber nicht hin. Das ist bestimmt falsch. Das ist das untergegangene Boot. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass da Akbar hier von der Afrikanerin, da der Sohn oder was untergegangen ist und ich das irgendwie nicht richtig gesehen habe. Ja.
habe ihn nicht warnen können, wie es scheint. Ich weiß es aber nicht. Das ist ein Lagerhaus, da möchte ich nicht rein. Gehen wir mal hier hin. Ich hoffe, der ist hier überhaupt, aber es ist ja der Hafen. Oder hier, vielleicht auf dem Schiff. Aber auf dem Schiff waren wir doch schon. Sagt er da vielleicht was? Da ist irgendwie so ein Bandit, den ich gesehen habe. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Sagen die hier was? Oh, hallo. Na, es sind irgendwelche Wachmänner. Ich will nur diese komische große Halle nochmal ausprobieren. Weil, ja, nicht, dass die da irgendwie drinne sind. Ui. Hier, wer bist du? Ah, wer kommt denn da herangeschlendert? Trink was. Es ist die Scarlett. Oder auch nicht. Ich werde auf alle Fälle trinken. Darf ich mich vorstellen? Ruben, der Geschäftsmann. Hallo, Ruben. Den Betrunkenen ärgern. Das ist seine was Arbeit. Was soll dein Geschäft sein? Schätze natürlich. Legendäre Schätze. Ich weiß, wo man eine wertvolle Karte findet. Werde aber nicht selbst hingehen. Nee, nee, nee. Ich bin der Geschäftsmann. Ich buddle nicht. 3000 Dukaten. Dann gehört die Information dir. Ja, klar. Ich habe kein Interesse. Du bist offenbar kein toller Abenteurer. Wie enttäuschend. Ja. Soll ich mit Gewalt die Informationen aus ihm rausholen? Wäre ja auch mal was. Hier ist eine Kiste. Nesto und Don, sagt mal an. Ja, noch mehr. Ich kann es mir nicht merken. Gelb, grün, 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 blau, gelb, rot, grün. Yeah! Super, mega Rätselcode. Ah, was soll ich denn hier mit dem Kram immer? Ich weiß, ich finde immer nicht so viele Hände, wo ich den Schrott überhaupt verkaufen kann. Was soll ich mit Geschirr? Hier kommt ein nettes Pärchen angeschlendert. Das ist das Lagerhaus. Ich wollte doch aber zu so einer großen Halle. Wo ist die denn? Das ist der Ausgang. Das sind alles nur Lagerhäuser. Wo ist er denn? Ist er überhaupt hier? Bin ich hier überhaupt richtig am Hafen? Oder wie oder was? Was oh, sagt ihr? Hallo. Ja, ihr seid immer nur Hallo und keiner redet mit mir ordentlich. Ja. Dann gehe ich nochmal zum Schiff. Dann laufe ich nochmal zum Schiff. Er ist bestimmt aufs Schiff geschleppt worden, oder wie war das? Ist am Hafen von afrikanischen Kriegern angegriffen worden. Und seitdem weiß niemand, wo er ist. Ich sollte nach dem Hafen, ja. Dann gehe ich jetzt aufs Schiff. Der ist bestimmt auf dem Schiff. Und so, wie ich so Spiele kenne, werden wir bestimmt da... Kommen wir in eine Situation, wo das Schiff auf einmal losfährt. Und zack, sind wir irgendwo anders und wollten gar nicht wegfahren. Oder so. Ne? Ja. So sieht's aus. So. Was ist los hier? Wer bist du? Guten Tag. Captain. Guten Tag. Irgendwie höre ich keine Stimmen, aber sagen alle guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Das bringt nichts, aber wir können unten noch lang. Geh mal runter hier, das ist ja furchtbar. Hier, da. Guten Tag. Da ist noch eine Kiste, da gehe ich jetzt nicht ran. Ja, also hier ist ja wohl nichts dann, oder wie darf ich das verstehen? Hm. Gut, dann tschüss, Pirat. Ein Pirat. Ein echter Pirat. Ja, Leon, wo bist du? 1, 2, 3, 4, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Dann gehe ich jetzt in die Lagerhäuser. Fang da hinten an. Fang hier an. Ich gehe mal hier rein. Mal gucken. Ich sehe auf dem Bild. Ich sehe sie auf dem Bild. Ist sie hier? Sie ist hier. Scarlett, du kannst sie nicht besiegen! Es ist das Gift! Hol Hilfe!
Nö, es geht los. Könnt ihr mal lassen, das? Nein. Shit. Shit. Ich soll Hilfe holen. Ich hole aber keine Hilfe. Ich schlag mich immer alleine durch. Was denkt ihr denn? Oh Mann. Nein. Oh, die blocken immer so fiese. Mann. Die sind dagegen immun. Dagegen auch. Da ging auch. Scheiße. Ihr seid gemein. Gemein, gemein. Wogegen seid ihr denn nicht immun? So ein paar blöde Raben vielleicht? Kann ich euch ein paar Raben von mir aufhetzen? Ich hetz euch meine Raben rauf. Damn. Wenn ihr gegen das andere immun seid, was kann ich denn noch ausprobieren? Ich nehme auch nochmal Schattenfahrt vorsichtshalber rein. Ja. Was haben wir noch? Blutnebel vielleicht nochmal? Verringert die Gesundheit? Ah, packen wir auch nochmal rein. Schrei der Verdammnis. Mhm. Ja. Oh, einfach ausprobieren. Kein Ziel in Reichweite. Hier sind ja wohl genug Leute hier. Genug, genug, genug. Und warum ist meine Gesundheit schon wieder so im Eimer? Ich habe doch gerade erst was genommen. Und warum blockt ihr, ihr Schweine? Wie, kann ich in Schattenfahrt gehen? Ich gehe aber in Schattenfahrt. Junger Krieger Liebe. Oh, speziell. Ah! Ja, also wenn das nicht klappt, dann muss ich mal anders ran hier. Die blocken so gut. Warum blocken die so gut? Die Schweine. Und ich sterbe hier voll schnell. Die blocken. Was soll ich machen? Oh, ich sterbe hier total schnell. Nee, das geht nicht. Ich glaube, ich muss wirklich raus hier. Was mache ich denn nur? Warum sterbe ich hier so schnell? Wie kann ich die denn angreifen? Wen kann ich denn holen? Wer würde mir denn überhaupt helfen? Ich hab doch niemanden. Wir haben sie beobachtet. Ah. Sie arbeiten für den Dogen und sie suchen nach dir. Sie sind zu stark für dich. Wenn ich richtig liege, dann sollte ich dich jetzt besser sofort zu deiner Gilde zurückbringen. Ja, bring mich zur Gilde. Ja, bring mich zur Gilde. Finde ich gut. Geht automatisch. Muss ich nicht selber machen. Helft mir mal bitte. Was soll ich tun? Eris, hilf mir, ich kann nichts tun. Hast du ihn gefunden? Ja. Ja, erstmal ja. Und ich werde ihn retten. Wenn du uns brauchst, rufe uns. Bin doch schon da. Ich muss schon wieder irgendwas nehmen. Ich mag das überhaupt nicht, wie meine Gesundheit hier aussieht. Ist ja furchtbar. Ganz schlimm. Hast du ihn gefunden? Ja. Er lebt noch, aber ich konnte ihn nicht retten. Die Gegenwehr war zu groß. Ich werde dir also Hilfe schicken. Triff uns vor den Lagerhäusern und wir werden Leon retten. Oh, das finde ich toll. Endlich bekomme ich mal Hilfe und muss nicht alleine kämpfen. Wie herrlich. Ihr seid nett. Meine Supergilde. Yeah. Guck mal, hier stehen drei von denen. Klonen. Alle gleich. So. Nasch nochmal was. Ja, dann... Oh Mann. Und am Ende müssen wir gegen sie kämpfen und dann habe ich hier nichts mehr an Lebensmitteln. Ich sehe das schon kommen. Ist ja... Wäre ich doch nur früher rausgegangen. Dann hätte ich mehr erlangt. So, passt schon. Können wir jetzt mit ihr einen reden, oder? Einen Jungen gefangen halten. Oh, das werden sie bereuen. Sie sollten mit Daumenschrauben gefoltert und dann gevierteilt und dann in kochendes Öl geworfen werden. Okay, wieso die ganzen Gondoliere bereit?
Was machen denn die ganzen Gondoliere hier? Alte Bande verbinden die Gilden der Stadt. Für den Moment sollte dir reichen zu wissen, dass diese Männer unser volles Vertrauen genießen. Yeah. Bereit. Ich bin bereit. Wir werden die Magie der Krieger brechen, sodass du Leon befreien kannst. Toll. Cool. Los geht's. Bam, 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 bam. Das Netz der Maske zerstört das Böse. Wow. Cool. Ach, die Eris ist schon cool. So, jetzt habt ihr nicht mehr so viel, keine Ahnung. Ja, komm, ist gut. Und schon bin ich wieder tot. Kaum sind die da draußen. Oh, das ist aber auch fies. Ey, die sind so schnell. Das können wir gar nicht. Das ist immer so das Fiese. So. Jetzt kann ich nämlich auch mal was tun. Weg! 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 Nein, du stirbst schon wieder fast. Oh, Mädel. Das wird ja mit dir immer nichts. Theoretisch müssten die anderen Sachen jetzt auch wieder laufen. Weg. Weg. Schiss. Ich hab Schiss. Ah. Ich muss das jetzt immer so hier immer in Bewegung bleiben. In Bewegung bleiben. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Und nochmal. Und bam. Und weg. Ja. Die blöden Schnellen. Warum seid ihr so schnell? Und das war einer. Und weg. Und weg. Und weg. Und nur noch zwei. Sieht gut aus. Und noch einer. Ja, und dich kriege ich auch noch. Shabam. Juhu! Kein Wunder. Jetzt haben nämlich auch die ganzen Magie-Sachen geholfen. Die nämlich vorher nicht gingen. Und das geht jetzt nämlich alles wieder. Das ist total gut. So. So. So, und jetzt kann ich ihn raus. Und wo ist er denn? Der blöde Bengel. Weswegen ich hier sonst was wieder auf mich nehmen musste. Mann, 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 Mann. Jetzt ist die Tür offen. Bist du hier? Wo bist du denn? Bist du hier? Lagerhaus betreten. Ach, ich muss dann ins andere Lagerhaus noch. Da wird nämlich die Olle bestimmt auch sein. Gehe ich dann direkt durch die Tür oder... Ah, ich probiere es einfach mal. Vorher muss ich aber nochmal speichern. So. Gehe ich nochmal rein schnell. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.